Jeder ist, wie er ist. Und ich finde es irgendwie ein schöner Gedanke, dass es doch noch Orte und Situationen gibt, an denen der Mensch sein kann, wie er ist. Mein Name ist Philomena Negro und ich bin hier im Haus St. Barbara die Pflegedienstleitung. Wenn man wie ich jemand ist, der sehr offen ist, gerne mit anderen Menschen zusammen ist und auch einfach das mag zu interagieren, agieren. Und wenn man persönlich über sich herauswachsen möchte, persönlich reifen möchte, dann ist die Altenhilfe genau der richtige Bereich. Weil man da die Möglichkeit hat, einfach durch die ganzen Menschen, die man kennenlernt, innerlich zu reifen und ich glaube auch das Beste aus sich herausholen zu können. Also wenn man zu uns ins Haus St. Barbara kommt oder beim Kaisersdorf in Stuttgart, sich bewirbt und bei uns tätig wird als Pflegefachkraft, dann darf man noch so revolutionär sein und mit einem Smartphone dokumentieren. Blutzucker 106. Die Einführung der Voice-App ist ein Schritt in der Digitalisierungsstrategie im Caritasverband Stuttgart. Das macht den Arbeitsplatz im Pflegeheim deutlich attraktiver, weil sie sich mit der Nutzung der Voice-App auf die eigentliche Arbeit, die direkte Pflege, konzentrieren können. Ich finde es ein toller Arbeitgeber, weil wir einfach vielfältig sind. Ich bearbeite im Bereich Altenhilfe, das ist aber ein kleiner Bereich und wir machen ganz viel, weil es sind Menschen, die mit uns zusammenleben und auch genauso einen Unterstützungsbedarf haben. Ja, und ich finde es schön, dass wir das im Prinzip durch unsere Arbeit hier ermöglichen können. Ja.